Spende für guten Zweck. Anlässlich der Samstag beginnenden Hamburger Hospizwoche hat das Projekt Ühlenkinder unterstützt, unter anderem durch die Asklepios-Klinik, heute einen Scheck von fast 4.000 Euro bekommen. Bei dem Projekt werden Eltern schwer erkrankter Kinder auf die Pflege zu Hause vorbereitet. Sie sollen hier lernen, von A bis Z, was sie zu Hause mit ihren erkrankten Kindern machen können, aber auch, wie sie mit ihnen, mit kranken Kindern rausgehen können, wie sie mit kranken Kindern in ein Zoo gehen können, aber halt auch, wie man lernt, zum Beispiel ein Kind mit einer Beatmung zu versorgen. Und der Hintergrund ist, dass wir sehr, sehr wenig Pflegefachkräfte haben. Im Rahmen der Hamburger Hospizwoche stellen vom 8. bis 16. Oktober Einrichtungen der Hospiz- und Palliativarbeit ihre Arbeit vor und sensibilisieren für Themen wie Sterben, Tod und Trauer.